Und wieder zurück bei Elix 2 hier in der Grotte von den Morkons. Für die möchte ich jetzt arbeiten. Ich hatte ja schon erwähnt, Morkons sind nicht gleich Morkons, denn es gibt hier quasi gegeneinander arbeitende Kräfte. Die vorherrschende Kraft, das sind diejenigen, die für die derzeitigen Werte von denen stehen, also diese Stillstandssache, und sind so konservativ und gegen die anderen Gemeinschaften. Und dann gibt es eine andere Kraft, die dagegen arbeitet, die versucht, dass die Morkons sich weiterentwickeln. Auf jeden Fall hat Jax jetzt eine Aufgabe von denen bekommen, rauszufinden, wer arbeitet denn gegen diese vorherrschende Kraft. Wer sind diese Untergrundleute, diese andere Gruppe der Morkons? Und eigentlich soll Jax die dann wahrscheinlich zerstören. Mal schauen. Es ist Jax eigentlich egal. Er will hier eigentlich nur leveln. Es geht ja darum, im Level aufzusteigen, damit er bei den Alps aufsteigen kann. Von daher kann er sich entscheiden, wie er will. Auf jeden Fall soll ich hier Leute befragen, was sie über die Sache wissen. Das hier schon mal gesehen? Ein Amulett? Klar. Das sind so Dinger, die man sich um den Hals hängt. Wäre ich nie drauf gekommen. Würdest du mir es verkaufen? Sieht ganz hübsch aus. Besser nicht. Was willst du denn damit? Ich versuche rauszufinden, wem das Amulett gehört. Da kann ich dir nicht helfen. Wenn du den Besitzer nicht findest, nehme ich es dir gerne ab. Und er tut natürlich so, als würde er nichts wissen. Vielleicht weiß er ja auch nichts. Auf jeden Fall ein lustiges Kerlchen. Ja, dieses Amulett, das ist ein Erkennungsmerkmal von dieser Untergruppe. Und das habe ich von meiner Auftraggeberin bekommen. Moment mal. Das ist doch das Amulett, was ich im Keller gefunden habe. Wie kommst du da dran? Deine Antwort sollte mich lieber zufriedenstellen. Zarina hat es mir gegeben. Erzähl mir etwas darüber. Zarina hat ausgerechnet dir den Auftrag gegeben? Unfassbar. Du bist nicht mal ein Morkon. Sie sagt, genau deswegen bin ich der Richtige dafür. Mir steht es nicht zu, Zarina zu hinterfragen. Also werde ich dir erzählen, was ich weiß. Ich war im Keller und habe bei Gosta was getrunken. Als ich mich an meinen Tisch gesetzt habe, bin ich auf etwas Hartes getreten. Das Amulett steckte in einem Spalt im Boden. Als ich erkannte, was das für ein Amulett ist, bin ich sofort zu Zarina geeilt und habe es ihr übergeben. Das ist alles? Ja. Mehr habe ich dir dazu nicht zu sagen. Gib besser auf. Ein Fremder sollte sich nicht mit solchen Dingen beschäftigen. Und jetzt lass mich. Ich habe zu tun. Und der Name der Aufträgerin wurde auch gerade schon genannt. Zarina, ein ziemlich hohes Tier hier. Also man sieht sogar, der hier stellt ihre Entscheidungen nicht in Frage. Zusammensetzung für fehlerfreie Funktion des menschlichen Hypothalamus ungeeignet. Willst du damit sagen, die Leute hier sind wegen der schlechten Luft in der Grotte dümmer als sonst? Analyse bestätigt. Sag das lieber nicht so laut, sonst verarbeiten die Morkons dich noch zu einem Mülleimer. Das ist aber eine interessante Info, die Kroni hier von sich gegeben hat. Es ist mir nie aufgefallen, dass sie dümmer sind, wobei, wenn man bedenkt, woran sie glauben, vielleicht. Also, der Befragte hat gerade erzählt, im Keller soll er das gefunden haben. Was soll das werden? Deinesgleichen hat im Keller keinen Zutritt. Zahl oder geh. Und er will mich natürlich nicht reinlassen. 100 Splitter wäre kein Problem für mich, aber weißt du was? Wir tun mal so, als hätten wir nichts. Du bekommst nicht einen Splitter von mir. Davon war auch nie die Rede. Was verlangst du dann? Blut oder Schweiß? Ich kann dir nicht folgen. Das ist die Währung, mit der du mich bezahlen wirst. Tust du es nicht, bleibt dir der Zutritt zum Keller verwehrt. Ja, man sieht, Blut oder Schweiß, das ist ein richtiger Morkon von der vorherrschenden Gruppe hier. Ich soll dich mit Blut bezahlen. Heißt das, ich soll jemanden umbringen? Nur ein Duell, keine Toten. Mit dir? Mit mir. Außer du wählst die Alternative. Die wäre? Arbeite. Die Wahl liegt ganz bei dir. Wenn mir das Ergebnis gefällt, kann deine Blechbüchse ebenfalls durch. Ja, also man kann auch die Arbeit wählen hier natürlich. Aber ich denke, Jax ist jetzt stark genug, um ein Duell mit diesem Mann auszufechten. Duell.
Schmerzen sind eine Lehre, die ich mit Freuden weitergebe. Ertrage sie mit Stolz. Rennst du weg, ist dir meine Verachtung sicher. Also, bereit? Bereit. Dann zieh deine Waffe. Zu seiner Verteidigung muss ich natürlich sagen, normalerweise sind Leute hier mit sehr niedrigem Level. Der Demokons ist quasi wahrscheinlich bei den meisten die erste Fraktion, bei der man anfängt, überhaupt irgendwas zu machen. Wobei man sieht auch, gegen Jax kann er was. Also zumindest, wenn ich jetzt die Nahkampfwaffe nutze, ist er super stark eigentlich, unfassbar. Was ist eigentlich, wenn ich die Magie benutze? Die Magie der Alts. Ja, da hat er natürlich keine Chance. Zumindest solange ich magische Kraft habe, kann er natürlich sich nicht wehren. Das ist unfassbar, was er aushält. Ah, jetzt habe ich sie getroffen, oder was? Jetzt habe ich die Frau getroffen, leider, glaube ich. Okay, ich glaube, die Spielchen werden mich nicht weiterbringen. Es ist unfassbar, wie stark er ist. Also man sieht, mit niedrigem Level sollte man echt nichts gegen ihn anfangen. Er ist ja stärker als dieser Victor. So, warte mal, wo waren meine Tränke? Da komme ich hier fast mit Level 30 an und im Nahkampf fast keine Chance gegen ihn. Unglaublich. Und ich kann nicht mehr so in Erinnerung, dass er so stark ist. Naja gut, beim letzten Mal habe ich bestimmt Arbeit gewählt. Aber für die Morkons dann gearbeitet. Oh, das hat ihn glatt umgehauen. Oh, was? Wieso mischen sich hier andere Leute an? Ich checke es. Oh nein. Oh. Ah nee, okay, es hat... Oh Gott, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich muss wieder mit allen reden. Jetzt zieht er seine Schrottflinte, weil ich zu weit von ihm entfernt war. Okay, warte mal, wir müssen mal dafür sorgen, dass er wieder die Waffe zieht, sonst, also die Nahkampfwaffe. Jetzt habe ich hier ein Problem. Ja, die Frau hat sich, glaube ich, eingemischt, einfach weil ich sie aus Versehen geschlagen habe. Nee, Jax ist ja unkontrollierbar, wenn er seine Magie benutzt. Ich glaube, am Anfang, als ich die Magie gezogen habe, hat er ja so zur Seite geschlagen. Da habe ich, glaube ich, vor allem sie getroffen. Oder aber mit der Schrottflinte, ne? Dass ein Stück Schrott in sie geflogen ist. Gegen ihren Körper kann natürlich auch sein. Ja, das ist ja auch so bescheuert, dass sie hier um einen herumlaufen. Ist nicht gerade der beste Ort für eine Arena. Arena-Kampf. Aber es ist, glaube ich, auch so gedacht, dass es nicht so leicht ist für den Spieler. Dass man hier nicht einfach rumballern kann, wie man will. Weil man hat ja dann mit Konsequenzen zu rechnen. Wenn man andere trifft. Oh, jetzt zieht er wieder. Jetzt. Aber er hat keine Angst, seine Leute zu treffen oder was. Also wisst ihr jetzt nicht. Willst du jetzt nicht deine Nahkampfwaffe ziehen, mein Freund? So, jetzt hat er es gemacht. Echten Brocken, ne? Okay. Hier hat er so sein Blut. Noch nie hat sich jemand im Duell besiegt. Das glaube ich ihm sogar. Wer in Ravaks Namen bist du? Jax. Ich kann nicht sagen, deinen Namen jemals gehört zu haben, aber ich werde ihn sicher nicht vergessen. Du hast meinen Respekt, Jax von der Außenwelt. Es steht dir frei, den Keller zu betreten. Costa wird dich ab sofort bewirten. Stillstand mit dir. Unfassbar, was man hier machen muss, um einmal in den Keller zu kommen. Jetzt wird er natürlich sauer, wenn ich eine Waffe ziehe. Ja, das ist ja... Psst. Hast du ein paar Splitter für mich? Ist nur im Kampf erlaubt mit der Waffe. Wofür brauchst du die? Ich habe einfach Durst. Meine Lungen sind voller Staub. Ja, komm. Hier hast du welche. Danke.
Das ist nett von dir. Jetzt sieht der Tag nicht mehr ganz so düster aus. Aber man sieht, wie krass man hier abgezogen wird. Der am Eingang wollte, also hätte Splitter haben können wahrscheinlich. Der hier nimmt Splitter. So, und hier Costa. Das ist der Wirt hier. Und hier in seiner Taverne wurde ja dieses Amulett gefunden. Hast es an Batulga vorbeigeschafft, was? Willkommen im Keller, dem einzigen Ort, wo nur der Alkohol zählt. Hier, geht aufs Haus. Danke. Wenn sonst noch was sein darf, immer raus damit. Bei mir gibt's kein Spülwasser, nur edelste Tropfen aus den toten Händen unserer Feinde. Wird jeder von dir so zuvorkommend behandelt? Natürlich. Nicht nur meine Ware ist erstklassig, auch die Kundschaft. Ein Vorteil, den kaum einer meines Berufsstandes hat. Typen, die anschreiben, gibt's bei mir nicht. Dann war der Kerl am Eingang wohl die Ausnahme. Wieso? Weil er mich nach Splittern gefragt hat. Ist das so? Das haben wir gleich. Also, Jax wurde hier auch direkt mal verarscht. Mich interessiert das nicht. Runter vom Stuhl, aber ein bisschen plötzlich. Willst du ihn auf die Fresse hauen? Das ist hier die Frage. Bettelst du meine Gäste an? Nein, ich... Batulga wird wohl nachlässig. Mal sehen, was er mit dir anstellt, wenn er davon erfährt. Keine Splitter, kein Keller. Ich bin bald wieder flüssig. Versprochen. Grün und blau wirst du bald sein. Los, mach einen Abflug, du verdammter Parasit. Stimmt, das Batulga ihn durchgelassen. Schnaut der Penner hier die Leute an, ich fasse es nicht. Der ihn durchgelassen hat. Okay, Mann, aber ich bin jetzt nicht deswegen hier. Costa. Ich hasse Bettler. Das Pack hat in meinem Keller nichts verloren. Aber was reg ich mich auf? Du willst sicher etwas kaufen, nicht wahr? Was kannst du mir darüber erzählen? Wie kommt denn ein Fremder an ein solches Amulett? Ich bin im Auftrag Zarinas unterwegs. Oh, dann sollst du vermutlich unauffällig herausfinden, von wem es ist, hä? Ich verstehe. Ich sag dir, was ich weiß. Marat hat es hier im Keller gefunden und, es zeigt das Antlitz Kritons. Genau, stimmt, Kriton, ein anderer Gott. Das sollte ich wahrscheinlich erwähnen. Diese zwei Lager, die haben quasi verschiedene Götter. Die Vorherrschenden haben ja diesen Ravak und die hier halt Kriton, ne? Wer ist Kriton? Psst, nicht so laut. Das ist der Name des verbotenen Gottes. Einst existierte er in Frieden neben Ravak. Heute ist der Glaube an ihn verboten und seine Anhänger ausgerottet. Dieses Amulett allerdings, naja, könnte bedeuten, dass seine Anhängerschaft nicht so ausgerottet ist, wie wir dachten. Hast du gesehen, wer das Amulett verloren hat? Nein, an dem Abend, als Marat es gefunden hat, war viel los. Es könnte jeder gewesen sein. Was ist so schlimm an diesem Amulett? Wer auch immer dieses Amulett verloren hat, wird nicht sehr erfreut darüber sein. Dass es gefunden wurde, bedeutet, dass es eine Gruppe an Menschen geben muss, die nicht die Werte des Stillstandes vertreten. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Zarina gar nicht gefällt. Mehr Fragen habe ich nicht. Das trifft sich. Ich habe dir auch alles erzählt, was ich weiß. Ich brauche Informationen. Dann bist du bei mir richtig. Nur, weißt du, ich bekomme immer so einen trockenen Mund vom Reden. Und ich kann mich ja nicht einfach so von meiner Ware bedienen. Sonst könnte ich ehrbare Leute wie dich nicht mehr bewirten. Du willst bezahlt werden? So sieht's aus. Jede Auskunft, die ich gebe, kostet. Aber jetzt mach kein langes Gesicht.
Die erste gibt's umsonst. Mhm. Okay, aber das sind jetzt Sachen, die interessieren mich jetzt nicht so stark. Das nächste Mal kaufst du aber was, ja? Natürlich, Costa. Weitere Personen, die befragt werden können. Hier zum Beispiel Einsturzwahrscheinlichkeit. Hohe Einsturzwahrscheinlichkeit? Toll. Kein Interesse. Ach, was? Ich... Hörst du schlecht? Kein Interesse. Ach, der lässt sich nicht ansprechen. Ach, scheiße, so einfach will ich dich wohl nicht wieder los. Was willst du? Sowas schon mal gesehen? Wie kommst du denn an ein solches Amulett? Das solltest du vielleicht nicht ganz so auffällig herumzeigen. Ich versuche, diejenigen zu finden, denen das Amulett gehört. Interessant. Aber da kann ich dir nicht helfen. Tut mir leid. Okay, ich habe jetzt von Ihnen ein bisschen mehr erwartet, weil ich das noch so in Erinnerung habe, dass gerade der hier ein richtiger Anhänger von Ravak ist. Ja? Also von der vorherrschenden Gottheit hier. Da dachte ich, dass er mir wirklich irgendwie Unterstützung schenkt. Aber dem hier habe ich ja das Amulett... Ach, dem habe ich noch nicht gezeigt, okay. Was soll das sein? Du hast es noch nie gesehen? Sieht religiös aus. Vielleicht fragst du mal Zarina. Die kennt sich mit sowas aus. Gut, der hat null Ahnung. Dann gibt es nur noch eine Person, wie ich auf der Minimap sehe. Eine Person, wahrscheinlich die wichtigste Person. Wobei Khan? Ah, die Stimme des Khans. Okay, mit Khan darf ich ja nicht einfach so sprechen. Was soll das sein? Ist das deine Aufgabe von Zarina? Ich soll herausfinden, wem dieses Amulett gehört. Ach, so ist das. Belästige mich nicht damit. Dies ist deine Aufgabe, ich werde dir nicht helfen. Ich habe mir schon gedacht, dass das nicht so einfach sein wird. Es hilft ja nicht, einfach die Leute einfach so anzusprechen. Was soll das bringen? Auch wenn sie da mit drin stecken, werden sie mir das doch nicht einfach so sagen. Also hier irgendwo in diesem Umkreis muss eine Person sein, die mich weiterbringt. Nur wo? Im Keller? Eben, man sieht, hier liegen natürlich überall noch Sachen. Ich habe ja bei den Morkons noch gar nichts gemacht. Das heißt, diese Gegend ist auch noch ein bisschen unberührt. Warte mal, ich habe gehört, du besitzt ein gewisses Amulett. Woher weißt du davon? Woher ich das weiß, tut nichts zur Sache. Du hast das Amulett von Zarina bekommen und versuchst herauszufinden, wem es gehört. Komm mit, wir müssen reden. In Ruhe. Und da haben wir es. Auftrag Freie Wege. Diener Ravaks, als wir das Tor zur Außenwelt geöffnet haben, habt ihr geschworen, in seinem Namen unsere Kammern zu füllen. Doch in letzter Zeit stimmt etwas nicht. Anstatt Boden zu gewinnen, mehren sich die Berichte, dass ihr zurückgewichen seid. Ungeziefer und minderwertige Lebensformen tauchen an Wegen auf, die vormals bereinigt waren. Hört also auf Ravaks Willen und beseitigt diese Unordnung. Fangt südlich unseres Tors an, der stille Beobachter. Südlich des Tors, irgendwelche Ungeziefer. Sogar eine Mission, Aasfresser beseitigen. Aber das ist wahrscheinlich eine Mission, die mich jetzt nicht weiter zu interessieren hat. Wobei, Aasfresser, eine kleine Jagdmission. Aber eigentlich nicht mehr interessant wahrscheinlich. Kommen wir direkt zur Sache. Das Amulett gehört nicht dir. Ich will es haben. Und ich will, dass du Zarina erzählst, es wäre dir geklaut worden. Nenn mir deinen Preis. Ich habe erst noch ein paar Fragen an dich. Kann ich dir und dieser Maschine denn vertrauen? Parameter Vertrauen ist kein Teil meiner Subroutinen. Bitte spezifizieren Sie die Anfrage. Ach, so ist das. Genau. Ich will, dass du die folgende Unterhaltung nicht protokollierst oder anderweitig an Dritte freigibst. Anfrage wird bearbeitet. Protokollierungssubroutine wird unterbrochen.
Gut. Und wie sieht es mit dir aus? Kann ich dir auch vertrauen? Das wirst du wohl müssen, wenn du das Amulett zurückhaben willst. Ich hoffe, ich bereue es nicht, dass ich vorgeschlagen habe, erstmal mit dir zu reden. Ich schätze, wir werden uns gegenseitig vertrauen müssen. Also gut, du bist kein Morkon. Ich werde dir deine Fragen beantworten. Wenn ich allerdings merke, dass du uns reinlegen willst, wirst du sterben. Was seid ihr für eine Gruppe? Wir sind die Anhänger Kritons. Unsere Gruppierung arbeitet im Geheimen, im Untergrund des Untergrunds, sozusagen. Wenn die Resistenten uns fänden, würden sie uns foltern und töten. Und die Abwerber? Stehen den Resistenten in nichts nach. Zumindest gilt das für die meisten von ihnen. Sie jagen uns, weil wir ihre Lebensweise bedrohen. Mit der Öffnung der Grotte sind auch neue, alte Ideale zurückgekommen. Sie haben Angst, dass wir ihren ach so wertvollen Stillstand mal in Bewegung bringen könnten. Was ist das für ein Amulett? Das Amulett Kritons ist schon sehr alt. Man erzählt sich, dass es einst zwei Götter gab. Ravak und Kriton. Als wir uns in der Grotte eingesperrt hatten, um dem großen Meteoriten nicht zum Opfer zu fallen, kämpften beide um die Vorherrschaft. Wie das ausging, siehst du ja. Ravak setzte sich durch. Er verbannte Kriton und erließ die Gebote, nach denen wir uns bis heute richten müssen. Die Gebote des Stillstands. Ihr glaubt tatsächlich an einen Gott namens Kriton? Natürlich tun wir das. Aber er ist noch viel mehr als unser Gott. Er ist die Inspiration selbst. Er ist die Idee von Freiheit, Frieden und Selbstbestimmung. Wir Morkons waren nicht immer so brutal. Die Geschichten von früher sind von den Anhängern Ravaks verboten worden. Aber bei uns erzählt man sie sich noch. Wir waren einst wie die Menschen außerhalb der Grotte. Wir haben uns nicht selbst Schmerzen zugefügt, keine Blutrituale abgehalten. Die Anhänger Kritons sorgen dafür, dass unsere Menschlichkeit nicht völlig verloren geht. Ich hoffe, du verstehst langsam, was für uns auf dem Spiel steht. Gerade jetzt, in diesem Augenblick, liegt die Zukunft unseres Volkes in deinen Händen. Zarina und ihre Resistenten dürfen nicht erfahren, dass die Anhänger Kritons wieder erstarken. Wegen des Amuletts. Was hast du damit vor? Ich habe dir vertraut. Jetzt ist es an der Zeit, dass du mir vertraust. Gib mir das Amulett und ich werde dich in unsere Pläne einweihen. Und hier ist tatsächlich... Ich muss mir noch mal Gedanken darüber machen. Ich hoffe, ich kann dir vertrauen. Wenn du uns an Zarina verrätst, werden mehr Leute sterben, als du dir vorstellen kannst. Unser Schicksal liegt in deiner Hand. Hier muss man tatsächlich eine Entscheidung treffen und ich kann mir vorstellen, dass die Gruppe hier um Ivica natürlich allen sympathischer ist, weil die Morkons sind ja eher unbeliebt mit ihrem Glauben. Aber wenn man erfährt, dass hier so eine Gruppe vorhanden ist, die eigentlich gegen diese komischen konservativen Gedanken der Morkons arbeiten, da will man der Gruppe natürlich helfen. Das habe ich beim ersten Mal auch gemacht. Das bedeutet, es sieht jetzt tatsächlich schlecht aus für sie. Denn ganz ehrlich, Jax kann es egal sein. Er ist jetzt ein Alp. Es geht ihm nur darum, im Rang aufzusteigen. Und die Probleme hier der Morkons und da jetzt irgendeine Untergruppe überlebt, sind ihm eigentlich ziemlich egal. Wobei man müsste sagen, ich glaube, es wäre leichter, mit diesen Leuten zu arbeiten, die den anderen Gemeinschaften gegenüber offener sind. Als mit den anderen. Aber trotzdem will ich wissen, was eigentlich passiert, wie die Geschichte weitergeht, wenn ich mich dagegen, gegen die Guten in Anführungsstrichen entscheide, sondern für die Leute von Ravak. Okay, wo ist diese Zarina eigentlich? Wie komme ich zu ihr? Ich habe mich tatsächlich jetzt entschieden, die Gruppe um Kriton zu... verraten. Was willst du, Vlad? Keine Angst, ich komme nicht von Khan. Ich habe eine Information für dich, die dich interessieren dürfte. Dieser Fremde war bei mir. Er hatte etwas Verdächtiges bei sich. Lass mich raten. Er hat dir ein Amulett gezeigt, das er nicht besitzen dürfte. Woher weißt du? Weil ich es ihm gegeben habe. Er ist in meinem Auftrag unterwegs.
Ich weiß deine Übereifrigkeit zu schätzen, aber diesmal will ich, dass du Stillschweigen bewahrst. Ich? Aber... Nichts aber. Kein Wort darüber, dass das klar ist. Und jetzt verschwinde. Also man sieht, Vlad ist schon eine Ratte, aber auch eine Ratte, die Ravak ergeben ist. Wegen des Amuletts. Eine Frau namens Ivica hat mich angesprochen. Ivica? Das ist doch eine unserer Mechanikerinnen. Was ist mit ihr? Sie wollte, dass ich ihr das Amulett gebe. Äußerst interessant. Ich werde dafür sorgen, dass sie ihre Strafe erhält. Du hast deine Aufgabe gut gelöst. Und jetzt gib mir das Amulett zurück. Ich werde es im Namen Ravaks zerstören. Du kannst nun zur Stimme Kahns zurückgehen und ihr sagen, dass du dich mir bewiesen hast. Und jetzt geh. Ich werde mich nun wieder dem Gebet widmen. Was ich sagen wollte. Gut, damit ist die Sache gemacht, aber ist das... Ich habe tatsächlich erwartet, dass Jax jetzt eine Aufgabe bekommt, irgendwie diese Untergruppe anzugreifen oder zu... Was weiß ich. Du okay, bist was? Die Technikerin Ivica? Aha, wer hier. Wer will das wissen? Du wirst angeklagt, im Besitz verbotener Güter zu sein. Ich, Du wirst angeklagt, ketzerische Rituale abzuhalten. Das ist doch Irrsinn. Des Weiteren wirst du angeklagt, den Stillstand zu untergraben und die Ordnung der Morkons zu stören. Die Strafe dafür ist der Tod. Hast du noch etwas zu sagen, bevor das Urteil vollstreckt wird? Ihr werdet uns niemals zum Schweigen bringen. Und das ist die Ivica, die ich verraten habe. Was? Das war's mit dir, du Ketzerin. Und das ging schnell. Eieiei. Okay, damit ist die Aufgabenreihe eigentlich versaut. Durch diese eine Entscheidung. Wie gesagt, man hätte quasi noch diese Leute treffen können, man hätte zu denen kommen können. Sie hätte mich ja quasi zu denen gebracht. Da ist eine ganze Gruppe, die gegen die jetzigen Morkons arbeitet, mit ihrem Glauben an Ravak. Und hier ist eigentlich der Weg dahin, aber ich weiß nicht mehr. Ich glaube, so ohne ihre Hilfe komme ich gar nicht dahin. Also umentscheiden werde ich mich jetzt nicht. Ich wollte jetzt einfach sehen, was passiert, wenn ich mich gegen sie entscheide. Was haben wir damit gemacht? Ich glaube, hier entlang. Ah, genau. Hey, genau. Du hast hier nichts zu suchen. Und der Typ. Die Tunnel hier sind nicht sicher. Absolute Einsturzgefahr. Wenn du Ratten jagen willst, such dir einen anderen. Genau, der Typ arbeitet mit ihnen zusammen und tut jetzt so quasi, als würde ich da nicht rein dürfen. Ja. Keinen Schritt weiter. Hier ist Einsturzgefahr. Man kommt auch gar nicht mehr zu denen weiter, oder was? Meine Geduld ist an... Ja, machen wir es mal auf die Weise. Oh, was war das denn? Was hat mich denn so heftig getroffen gerade? Oh, Jax, trink deine Tränke, Mann. Oh. Irgendwas hat mich gerade böse getroffen. Ich habe nicht mal gecheckt, was. War das seine Waffe? Ein Jax, trink. Ich sehe nichts. Und er hat wieder das Ding gezogen. Okay, nee, jetzt bin ich aber wirklich gespannt, was mich dahinter erwartet. Komm schon, noch ein Schuss, Mann. Die Morkons sind echt stark, ne? Umgebungsscan eingeleitet. Hohes Aufkommen von Unrat erkannt. Okay, haben wir den jetzt weggehauen? Jetzt darf man durch, oder? Perfekt. Dann warte mal. Mal looten. Oh! Was ist passiert? Er lebt, der stirbt nie richtig. Okay, alles klar. Solange er mich nicht zurückhält, will ich nochmal zeigen, wo sich diese Gruppierung versteckt. Aber die sind mir jetzt bestimmt alle feindlich gegenüber, kann ich mir vorstellen.
Es ist... Ach, nee, doch, es ist jemand da. Ich dachte schon, die werden gar nicht da sein. Es ist ein, deren Anführer da, Lazar. Und sonst niemand, oder was? Sind eigentlich sonst mehr, aber wahrscheinlich sind sie abgehauen, weil sie wissen, dass die eine verraten wurde. Ich habe gerade keine Zeit. Okay, der ist auch unansprechbar. Ich nehme mal an, das bringt auch nichts, wenn ich ihn umbringe oder versuche. Da ist sogar jemand hinter ihm. Der hat sogar eine Wache hier gehabt. Voll. Mann, oh, die sind stark, Mann. Ja, aber ich denke mal, das bringt jetzt nichts, wenn ich den umhaue, dann er ist bestimmt genauso unsterblich wie die anderen und ich werde auch keine Belohnung bekommen. Das heißt, dieser Weg, für den ich mich entschieden habe, ist wirklich ziemlich falsch und bescheuert, weil es sei denn, man will bei den Morkons bleiben. Denn normalerweise ist es so, man entscheidet sich dann, ob man bei den Morkons die höhere Laufbahn annehmen kann oder über die Morkons dann zu den Outlaws wechselt, denn diese Gruppierung, wenn man denen hilft, hilft dann einem, zu den Morkons zu gehen. Also einer von denen, nicht zu den Morkons, sondern zu den Outlaws zu gehen und einer von denen zu werden. So. Dann ist es so, wenn man quasi sich gegen die Outlaws entscheidet, dann lohnt es sich, hier den Morkons zu helfen und die Frau zu verraten. Auf die Weise, wie ich das jetzt gemacht habe. Ansonsten lohnt es sich, wie man sieht, gar nicht.